Erinnert ihr euch an Ferdi Fuchs? Ein klassischer Snack. Was war Ferdi Fuchs so für ein Snack? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich erinnere mich daran, dass es eine Werbung gab. Und wir werden herausfinden, was es war. Denn, ich mir vor kurzem auf Twitter geschrieben, dass es in der Tat auf der Website Flash Games gibt. Und ich meine, komm schon, wenn es irgendwas gibt, was ich in meinem Leben noch machen sollte, dann ist es Ferdi Fuchs Flash Games spielen. Die existieren. Aus irgendwelchen Gründen. Es gibt Spiel und Spaß. Lust auf Action? Hier findest du Ferdi, Franzi, Willi, Berti und Ingo erleben ständig neue spannende Abenteuer. Stell dir vor, ihr erstellt einen Comic-Charakter, der an Kinder vermarktet werden soll und ihr nennt ihn Ingo. Keine Entscheidung, die ich getroffen hätte. Okay, was haben wir alles? Skate for fun, paint for fun, tricks for fun, hop for fun, jump for fun, super fun challenge, Drachen Ahoi, Beachball, wir fangen an mit Cross Country. Oh, Flash, ja, Flash wird erlaubt. Die Spiele werden bald verschwinden. Prägt sie euch also gut ein. Also, Action Stunts Extreme BMX. Ja, wir werden, oh, das ist von, oh, okay. Man muss sich mal nach vorn drücken, um, warte, wie werde ich schneller? Oh, indem man nach rechts drückt und wenn man nach oben drückt, springt man. Das ist einfach nur falsch. Habt ihr nie ein Flash-Game gespielt? Komm schon. Wir sammeln, oh, es waren diese Würstchen von Ferdi Fuchs. Die sahen immer schrecklich aus. Ich habe sie ja nie gegessen und ich habe es auch wirklich nicht vor. Ich habe das Gefühl, das neue Happy Wheels Update ist nicht unbedingt, war nicht die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Was ist mit den blutigen Fallen passiert? Das Einzige, was ich hier sehe, ist ein zu hoher Cholesterinspiegel. Ich versuche gerade rauszufinden, ob hier noch irgendwas passiert in diesem Spiel oder ob das in der Tat einfach schon alles war. Und ich habe so das Gefühl, dass das schon alles war. Ich muss doch irgendwann ein Ziel erreichen oder so. Wahrscheinlich geht das ganz so lange weiter, bis die Zeit abgelaufen ist. Ich wurde nämlich langsam wirklich etwas stutzig, ob ich das Ziel jemals erreichen werde. Hurra, du hast den Level geschafft. Weiter. Oh. Ich fürchte, ich muss leider los. Es ist Zeit für Surf-Parcours. Surf-Parcours, so geht's. Das ist genau das gleiche Spiel, nur sind wir auf Wellen unterwegs. Das ist 1:1 das gleiche Spiel. Es geht wieder 2 Minuten. Das Leben ist zu kurz. Oh, Street Soccer, Kopfball Champion 2012. Oh mein Gott, das ist so alt. Das ist noch ein richtiges Spiel. Seht ihr? Du schaffst das, Ferdi Fuchs. Seh mich daran, dass ich mal, vielleicht ein Screen Fund Disc, ein Hacky Sack Spiel hatte. Und das war ziemlich ähnlich. Das ist der Tony Hawk, der Hacky Sacks. Schaut euch den Boy an. Der ist vollkommen außer Kontrolle. Damit meine ich, es war ähnlich fantastisch. Ich hab gleich keine Bälle mehr. Es ist wirklich schwer, die Bälle zu halten. Meine Taktik ist es einfach, nicht zu sterben. Und alles andere wird dann von sich aus bestimmt gut gehen. Ich bin tot. Nein, ich habe noch einen. Hurra, du hast den Level geschafft. Und jetzt ist gleich nochmal mit anderem Hintergrund. Cool. Beachball! Schmettern, pritschen, baggern, gewinnen. Es ist an der Zeit zu gewinnen. Ferdi oder Franzi? Ich spiel mit Ferdi. Meinem Boy. Es wird gepritscht und geschmettert. Hatte seit Dead or Alive nie wieder eine derartig intensive Beachvolleyball-Erfahrung. Yeah. Ist das seine Schwester oder so? Was ist die Ferdi Fuchs Lore? Ich habe das Gefühl, ich habe da einiges verpasst. Man kann sich ein paar Videos anschauen. Vielleicht schaue ich da kurz rein, um mir ein Bild von dem Universum zu machen. Vielleicht verstehe ich dann mehr. Ich meine, ich hab ja gar keinen Bezug zu den Charakteren. Es fällt mir wirklich schwer, dem Story-Zweig soweit noch zu folgen. Versteht ihr? Mein Gott! Seht euch an, wie er da liegt. Für ihn hat es geklappt. Er hat auch keine Lust weiterzumachen. Ferdi, Franzi, Ingo, Berti, Lisa, drin, gut drauf. Hochlecker! Hochlecker! Ich habe das Gefühl, nachdem ich mir das kurz angeschaut habe, bin ich der ganzen Ferdi-Fuchs-Welt so viel näher. Ich weiß einfach, wie es läuft. Und ich will wieder als Ferdi spielen. Komm schon! Snackpause, Freunde! Mit leckeren Ferdi-Fuchs-Mini-Würstchen! Beim Klabauterschwein! Die muss ich haben!
Die Mini-Würstchen sind mein! Willi haut mit unseren Mini-Würstchen ab! Action Ahoy! Ich meine, das ist, weiß nicht ganz, was ihr sonst erwartet habt, was die Story sein wird. Sammle mindestens 10 Würstchen ein. Okay. Stört sich übrigens nicht so wie in Super Mario World, falls ihr das dachtet. Es ist eher so, dass man nicht wirklich runterfallen kann. Es ist ziemlich simpel. Er verliert die ganzen leckeren Ferdi-Fuchs-Mini-Würstchen. Wovon willst du dich ernähren, Schwein? Abgase sind nicht gut im Vergleich zu den Ferdi-Fuchs-Mini-Würstchen. Los, der Turboantrieb. Ich weiß nicht, wofür der gut ist, ehrlich gesagt. Ich habe schon lange mehr als genug eingesammelt. Ich weigere mich, das Spiel an dem Punkt noch weiter zu spielen. 2, 1, 0. Hurra, du hast den Level geschafft. Ich möchte nicht weiter. Race ahoy, Ferdi oder Franzi? Was für eine Frage. Snackpause, Freunde. Oh, das ist die gleiche Story jedes Mal. Okay. Oh. Oh. Beim Klabauterschwein. Du wirst verlieren. Oh nein, er hat welche eingesammelt. Du musst 3 Stück an mich nehmen. Bevor er sie bekommt. Muss ich ansonsten das Rennen gewinnen? Turbo. Wow. Extrem. Der Turbo. Wusch. Kann ich auch ohne Turbo hier rüberspringen? Ja, ich weiß noch nicht, ob es mich wirklich schneller macht. Es sollte aber kurzzeitig schneller sein. Und ich habe gewonnen. Hurra. Weiter geht's zur Runde 2. Nein. Super Fun Challenge. Ferdi oder Franzi, komm schon. Wir kennen die Antwort. Auf geht's zur Super Fun Challenge. Wer holt den Pokal? Wow, lecker. Oh ja. Höhöhöhö. Wow. Und Action. Das ist wohl dieser Ferdi-Fox, von dem ich so viel gehört habe. Holt 2000 Punkte. Hey, Kids. Ihr mögt doch Tony Hawk, oder? Oh, ich dachte, man macht Tricks. Ich lag falsch. Spring, Ferdi-Fox. Wow. Wow, wir müssen die Mini-Wurst-Packungen sammeln. Für extra Power. Stell dir mal vor, ihr hättet auf die Ideen für Ferdi-Fuchs-Minispiele kommen müssen. So für mehrere. Das wäre deprimierend. Ich glaube, ich habe gleich die Punkte erreicht. Ich habe die Punkte erreicht. Super Fun, das war ein Top-Flug. Das war ein Top-Flug, das ist korrekt. Oh, jetzt sind wir wieder unten. Da ist das Ziel. Und Ferdi-Fuchs hat es wieder mal geschafft. Level 2 ist das gleiche, nur am Abend. So wie immer. Nächstes Spiel. Hop for Fun. Ferdi-Fuchs für groß und klein. Und Action-Freerunning-Fun mit Ferdi-Fuchs und seinen Freunden in den Fuchshausener Drachenbergen. Da ist der ideale Picknickplatz. Snackpause, Freunde. Mit leckeren Ferdi-Fuchs-Mini-Würstchen. Die haut mit unseren Würstchen ab. Da fliege ich drauf. Und Action, wir holen sie uns wieder. Mit der Energie, die wir benötigen. Oh mein Gott, ist das... Oh, ein Punkt. Das ist Mario Party. Oh, er bekommt 2. 2 Felder vor. Oh, 3 Punkte. Das ist beschämend. Ich hätte übrigens beim Würfeln... Oh, ich kann nur einmal klicken und dann kommt irgendwann das Ergebnis. Oh, das war ziemlich gut. 2 Felder vor. Oh, Quiz! Oh, oh. Wer hat Parcours erfunden? Ferdi-Fuchs wie die Wildschwein? David Bell. Ich bin mir sicher, es war Ferdi-Fuchs. Richtig, David Bell hat Parcours erfunden. Ich wusste es einfach. Ich habe, der Trick war, den einen Namen zu wählen, der nicht auf Ferdi-Fuchs basiert. Warum würfelt der immer so viel höhere Zahlen als ich? Er hat auch mehr Punkte als ich. Ich hätte nicht mal das Gefühl, dass ich irgendwas daran ändern kann. Ist einfach nur beschämend. Eine 4. Und ich bekomme nichts. Oh nein. Oh, vielleicht verkackt er beim Quiz. Wofür ist Willi Wildschwein bekannt? Fürs Sporttreiben? Nein, er ist bekannt fürs Würstchen, Stibitzen und Kekse essen. Wie lange geht das Ganze überhaupt noch? Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich verliere gegen Willi Wildschwein. Oh nein. Oh. 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 24 Punkte und ich habe einen. Oh, das ist schwach. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Es gibt nur noch 3 weitere Ferdi-Fuchs Flash Games. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Die Story kennen wir bereits. So, da muss ich einfach
da hinwerfen. Kann ich ihn auch bewegen? Nein. Okay, die 3. Shit, zusammen, Mann. Dreierwurf. 11 von 10. So, worauf warten wir jetzt noch? Ich habe meinen Teil erfüllt. Aber wir haben 14 von 10 gerettet. Hurra, du hast die Level geschafft. Und das gleiche nochmal. Okay. Das vorletzte Spiel. Paint for Fun. Oh nein. Ich meine, weiß nicht ganz, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Dann werde ich sie mal anmalen. Ich weiß nicht, welche Farben sie normalerweise hat. Also okay, bekomme ich hin. Eine Blume. Zu irgendwelchen Gründen. Und das Bild ist fertig. Was haltet ihr davon? Habe ich selbst angemalt. Wir haben noch ein Spiel vor uns. Das große Ferdifuchs-Finale. Genießt die Zeit. Skate for fun. Los geht's. Ich muss den Hindernissen ausweichen. Wir machen das alles nur for fun, okay? Falls es daran Zweifel geben sollte. Die Musik ist sehr seltsam von diesem Spiel. Und ich bin wirklich nicht gut, wie ich herausgefunden habe. Oh mein Gott, können wir bitte... Ich will eine Ferdifuchs-Mini-Würstchen-Packung erwischen. Sonst hat das Ganze doch gar keinen Sinn mehr. Da ist eine. Yeah. Ich glaube, das war alles, was dieses Spiel zu sehen gibt. Gleich habe ich sie überstanden. Und dann kann ich ins nächste Level. Hurra, du hast die Level geschafft. Nächstes Level. Huh. Weiß nicht ganz, was ich sonst erwartet habe, ehrlich gesagt. Und das war Ferdifuchs. Ein Fuchs, der dafür bekannt ist, dass es Fuchsfleisch zu essen gibt. Oder nicht? Ich habe nicht ganz bei Werbung aufgepasst. Ich glaube, es ging um Sport und Freundschaft. Und darum Willi Wildschwein aufzuhalten. Aus irgendwelchen Gründen gab es wahrscheinlich so gegen das Jahr 2012 Flash Games dazu, die in absehbarer Zeit verschwinden werden. Dann mache ich wahrscheinlich einem Jahr. Das heißt, sehr froh, dass ich da bin, um diese Spiele auf ewig zu retten. Ich meine, nicht direkt, ich werde es nicht runterladen und so, aber es gibt ein Video dazu. Und das ist ausreichend.